Herzlich willkommen zurück, mein Name ist Christian. Ich werde heute mal all meine verwendeten Broker, Depots, Konten, Banken, meine angewandten Investment-Tools und mein Kontensystem im Rahmen meines persönlichen Vermögensaufbaus kurz vorstellen. Mit diesem Setting starte ich ins Jahr 2023 und habe damit bis heute ungefähr schon ein Aktiendepot aufgebaut in Höhe von 750.000 Euro. Investment-Tools kann man grob in drei Kategorien unterteilen: Handel, Tracking und Analyse, Online-Broker, fallen in die erste Kategorie. Der Inhalt heute ist keine Anlageberatung. All meine verwendeten Finanztools und Finanzdienstleister, die kann ich aber wärmstens jedem empfehlen. Okay, zum Überblick starte ich mit meinem Kontensystem. Anstatt umfangreicher ist mein Finanzsetting dieses Jahr eher wieder schlanker geworden. Was ich unter anderem beim Investieren super wichtig finde, ist besonders am Anfang bei seinem Bank-Online-Broker einen guten Kompromiss aus Service und Kosten zu finden. Mein privater Hauptfinanzdienstleister ist die ING, die Comdirect und Scalable Capital. Ein Geschäftskonto nutze ich nicht. Bei meinen monatlichen, maximal 3 bis 4 externen gewerblichen Überweisungen versuche ich aus Kosten- und Verwaltungsgründen komplett auf ein Geschäftskonto zu verzichten. 100% meines monatlichen Cashflows aus meiner aktiven, nicht selbstständigen Arbeit sammeln sich erstmal auf meinem Haupt-Girokonto bei der ING. Von dem Konto werden auch all meine Lebenshaltungskosten, grundsätzlich all meine laufenden Ausgaben gezahlt. Zusätzlich wird von mir direkt Anfang des Monats ein Teil meiner Sparrate automatisiert zu meinem Hauptaktiendepot bei der Comdirect überwiesen. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung fließen auch zur ING. Die Mieten und Nebenkosten lasse ich aber zur besseren Übersicht auf ein separates Konto überweisen. Als weiteres Konto bei der ING führe ich ein separates VL-Konto, um meine vermögenswirksamen Leistungen meines Arbeitgebers nicht zu verschenken, lasse ich diese ganz einfach ohne Schnickschnack auf ein gesondertes Konto überweisen. Bei mir sind das aber auch nur 7 Euro monatlich. Für über 90% meiner Aktien- und ETF-Investitionen nutze ich die Comdirect. Ich mag hier besonders den Überblick und fühle mich, trotz dass die Bank nicht die allergünstigste ist, trotzdem bestens aufgehoben. An vielen kleinen Dingen spürt man die Vorteile. Zum Beispiel, dass die Aktiensparpläne zeitlich passend ausgeführt werden, wenn die Wall Street begleitend auch schon handelt. Besonders bei US-Aktien hat dies unmittelbaren Einfluss auf das Handelsvolumen und den Spread. Der Spread ist die Differenz zwischen dem Geld und dem Briefkurs. Auch die schnelle Konfiguration von Aktiensparplänen ist bei der Comdirect unschlagbar. Als Aktienzockerdepot für kleinere Positionen nutze ich Scalable Capital, selten auch noch Trade Republic. In 2022 habe ich hier aber wenig gehandelt. Wichtig bei den zwei Banken, und wenn du über Mini-Börsenplätze wie Lang und Schwarz Exchange oder Getex handelst, immer besser mit Limit handeln. Wenn du noch ein geschmeidiges Aktiendepot brauchst und suchst, dann lass dich optimal von einem Freund werben. Alternativ wäre mega genial, wenn du dies über einen Link von mir in der Videobeschreibung eröffnest. Herzlichen Dank dafür vorab. Okay, nur gute Online-Broker, um Aktien und Aktien-ETFs zu kaufen und zu verkaufen, reicht aber nicht. Besonders für Menschen, die eine Art von finanzieller Unabhängigkeit anstreben und oder über mehrere Depots und Konten verfügen. Zusätzlich sind Tools sinnvoll, um über alle Investitionen einen genauen und schnellen Überblick zu erhalten und zusätzlich, um die Investitionen zu verfolgen und zu analysieren. Die Übersichten in den klassischen Depots, die reichen dafür nicht. Jeder Investor sollte genau wissen, wo ist mein Geld investiert, wo liegt es, was macht es gerade, wie ist die Kursentwicklung, wie hoch waren zum Beispiel die Dividenden im Juni 2019 im Verhältnis zum Juni 2022 und so weiter. Als Investment-Tracking- und Analyse-Tool nutze ich persönlich, viele wissen es, die Software Portfolio Performance. Ein für mich extrem kostbares Werkzeug, würde ich jedem auch empfehlen. Im Rahmen meiner eigenen Kernaktien-ETF-Anlagestrategie baue ich mir die Ertragskraft der gesamten Weltwirtschaft ins Depot. Mein Ziel ist es dabei, eine dauerhaft bessere Wertentwicklung als der MSCI World zu erzielen. Portfolio Performance ermöglicht mir einen scharfen, direkten Überblick über meine eigene Vermögensverteilung und erst damit kann ich meine Anlagestrategie solide umsetzen. Als Orientierung einer stimmigen Regionalaufteilung nutze ich das Global Portfolio One. Dazu muss ich nur die Vermögensverteilung im GPO leicht hochskalieren und mit meiner eigenen in der Software Portfolio Performance abgleichen und weiß dann genau,
worin ich zukünftig stärker investieren sollte. Mir persönlich ist auch meine laufende Messung meines Anlageerfolgs von Bedeutung und dazu gehört für mich auch immer genau zu wissen, wie entwickelt sich gerade mein Gesamtaktienportfolio gegenüber den großen weltweiten übrigen Aktienindizes, wie zum Beispiel eben schon genannten MSCI World. In Portfolio Performance lassen sich dazu dann einfach zum Vergleich im Benchmark-Diagramm entsprechende Aktienindizes hinzufügen. Solltest du meine Depot-Updates kennen, das ist immer die Grafik jeweils zum Abschluss eines Videos. Der schwarze Graph repräsentiert grundsätzlich immer mein Gesamtportfolio. Ein vergleichbares Tool ist die Finanzsoftware Parkett. Als Depot-Tracking- und Analyse-Tool ebenfalls top. Zukünftig wird das Tool auch begleitend zu Portfolio-Performance in meinen Depot-Updates vorkommen. Damit lassen sich ebenso sämtliche Depots zur tieferen Analyse kombinieren und visualisieren. Besonders zum Einstieg erheblich leichter als in die Bedienung von Portfolio Performance, allerdings leider in der brauchbaren Variante leider kostenpflichtig. Okay, rein für meine monatlichen Dividenden- und Ertragsausschüttungen nutze ich als Investment-Finanztool den Dividendenkalender Dividiary. Besonders in Symbiose mit Portfolio Performance ein sehr starkes Programm. Mit nur einem Klick lässt sich dein komplettes Aktien-ETF-Depot zu Dividiary aus Portfolio Performance hochladen und einpflegen. Dividiary finde ich auch schon in der kostenlosen Grundvariante durchaus sehr gelungen. Mich interessiert am Anfang eines Monats schon ein schneller Überblick über die Summe, mit welchem Dividenden-Cashflow optimal mit Zahltag ich im Laufe des Monats rechnen kann. Für die Monate in naher Zukunft habe ich gerne eine verlässliche Prognose. Und zu beiden Punkten reicht auch schon die kostenlose Grundvariante. Weitere persönliche Finanztools, die ich regelmäßig nutze, sind die diversen Berechnungswerkzeuge auf zinsen-berechnen.de. Hier nutze ich besonders den Sparrechner für regelmäßige Sparraten und den Entnahmeplan für Renten aus Kapitalvermögen. Der Sparrechner ermittelt zum Beispiel für Sparpläne wahlweise Endkapital, Sparrate, Dynamik, Zinssatz, Laufzeit oder Anfangskapital. Gut, die einzige Investment-App, die ich begleitend rein mobil laufend nutze, ist investing.com. Mit dem Bildschirm-Widget der App habe ich auf einen Blick den kompletten Markt im Auge. Okay, das war im Grunde schon mein schlankes, aber komplettes Finanzsetting, mit dem ich sehr wahrscheinlich in 2023 die erste Kapitalmillion aufbaue. Alle genannten Investment-Tools kann ich sehr empfehlen und verlinke ich unter dem Video. Letzter Satz zu meinen bevorzugten Börsenplätzen. Zu fast 100% investiere ich über TradeGate oder Xetra. Aus aktuellem Anlass und zum heutigen Abschluss noch kurz ein ganz anderes Thema, welches mich aber momentan stark zum Nachdenken inspiriert. Ganz große Empfehlung, gönn dir das Interview von Ulrike Herrmann auf dem YouTube-Kanal von Jung und Naiv. Die 3 Stunden sind außerordentlich gut investiert. Auf ihre einsamen Mission wünsche ich ihr von Herzen alles, alles Gute, viel Kraft und Ausdauer. Jetzt wäre ein wichtiger Moment, zumindest über ihre Lösung nachzudenken. Gut, herzlichen Dank dir fürs Zuschauen. Wenn du was mitnehmen konntest, sei so lieb, lass gerne noch ein Like da, abonniere gerne den Kanal, schreib mir Fragen, Wünsche, Anregungen, Vorschläge gerne in die Kommentare. Bleib investiert, danke dir nochmal, bis nächste Woche. Ciao.